Die Antennenanlage. Ein Gelände mit bis zu 170 Meter hohen Antennen. Mit seinem Kurzwellenzentrum, welches erst 1982 vollendet wurde, war Nauen hinter Radio Moskau der zweitgrößte Sender des Ostblocks. Inzwischen ist die ganze Anlage verschrottet worden. Dazu gehörte auch ein vierter Sender, der sich abseits in diesem Gebäude befand. Mit ihm wurde das Kurzwellenzentrum 1964 gegründet. Der im Ostberliner Funkwerk entwickelte 100-Kilowatt-Sender tat hier mehr als drei Jahrzehnte lang seinen Dienst. Das Schmuckstück, an dem die Funkerherzen hingen, musste später auch sterben. Aus Mangel an Bedarf. Übrig geblieben ist einzig seine Antenne. Eine einzigartige Konstruktion, deren dachförmige Antennenflächen drehbar und auch schwenkbar sind. Nach der Wende war sie der Grund meiner Arbeit hier. Unten steht die Drehantenne auf einem Rollenlager. An ihrem riesigen Drehkranz wird sie angetrieben. Und oben am Schwenkwerk sind die Antennenflächen befestigt. 1964 ging die moderne Antenne in Betrieb. Ihre Serienproduktion war geplant, wurde aber nie umgesetzt.